Es schneit! Wunderbar! Ja, Matty 2 mit Schnee, das ist wunderbar. Ich war nie so weit, dass ich Schnee gesehen habe. Ah ja, die Bewegungsgeschwindigkeit wieder. Ich mag das Spiel einfach. Man ist am Anfang extrem von der Musik überrascht, muss das Headset ablegen, damit man das erträgt. Und danach sieht man überall verpixelte Sachen, alles auf Japanisch und oder Chinesisch eher. Und ja, ist natürlich das erste, also im ersten nicht gerade so angesprochen, wieder reinzugehen. Aber ja, es wollen so viele sehen und vor allem, ich finde es einfach schon ein gutes Spiel. Es ist einfach ein bisschen zu laut immer noch. Muss mal schauen. So, Kritiken. Hey, ich kann fast nicht mehr Tiefe machen. Sonst mache ich das wirklich aus. Und ja. Fern, hä? Es gibt leider nicht viele Systemeinstellungen, Optionen. Kann man jetzt auch schneller rennen. Abblocken. Chatzeile. Man kann sogar eine Tastatur anzeigen. Oh ja, schön rot. Gut, ja, das haben wir. Okay, also ich werde Mädchen 2 jetzt mal ein paar Tage anschauen. Und ihr dürft entscheiden, wie weit ich mache. Ich werde jetzt einen Krieger erstellen, Körperkrieger. Weil ich einfach einen Damage-Dealer möchte und auch ein schneller angreifender Damage-Dealer. Und... Oh, man kann fast nicht lesen, aber... Ja. Ja, ich freue mich drauf. Also, es ist von allen Spielen von Gameforge wahrscheinlich das am schlechtesten aussehendste, aber... Ja, es ist einfach... Nostalgie vor allem. Es war das erste MMORPG, das ich je gespielt habe. Und ja, ich war vorher immer Kritiker, habe das Spiel gespielt und habe es eigentlich recht gut gefunden. Und dann habe ich angefangen, MMORPGs zu spielen. Ihr wisst ja wieso, weil ich ja so gerne Grinding habe. Aber wenn man viele, wenn wir viele sind, dann macht es natürlich wahrscheinlich auch viel mehr Spaß zu gönnen. Was ist denn das für eine Kleidung? Das sind wahrscheinlich ein paar Leute, die extrem viel Geld ausgeben. Ich möchte den Itemshop mal auch anschauen. Bevor wir anfangen, einfach mal alles anschauen, gell? Da. Ja. Ja, gut. Ganzes Spiel abgestürzt, nicht mehr reagiert, ich musste wieder mich abmelden, hat nicht mehr reagiert. Gar nichts mehr. So schade. Also, wo müssen wir jetzt hin? Hi. Soll für die Fans. Aber mein das Spiel läuft nicht so gut. Hey, was machst du mit der Holzhalskette? Darf mir das einsammeln? Naja. Ich brauche sie nicht. Ich will alles selber farmen oder von Freunden bekommen, nicht aufsammeln. Ja, es ist komisch. Also, ich dachte, man kann irgendwie rennen. Werde ich schon herausfinden, irgendwann mal. 500 Jahren. Oder von Freunden. Du scheinst neu hier im Ort zu sein. Wie ich sehe, haben sie aus dir keinen Soldaten gemacht. Ja, muss ich das auch noch selber wissen. Hast du überhaupt irgendwelche Ausbildung erhalten? Sieh dich nur an, du hast bestimmt noch nie ein Leben eine Waffe benutzt. Also hör zu, du musst stets wachsam sein, wenn du im Krieg überleben willst. Bis du Level 10 erreichst, werde ich dir helfen. Aber glaub nicht, dass es einfach wird und jetzt beweg dich. Mach dich auf den Weg und lerne die grundlegenden Methoden für Kampf und Jagd, sobald du das nächste Level erreicht hast. Wieso ist jetzt die Musik wieder so laut?
kann mich nicht konzentrieren. Sobald du das nächste Level erreicht hast, solltest du ins Dorf zurückkehren, um erneut mit mir zu reden. Wo stehst du noch hier herum? Los! Halt die Fresse. Warum die Musik? Muss ich jetzt jeden Neustart die Musik wieder runterstellen? Komm nach Wechseln. Another way. Gut. Schön. Also ich bin ja relativ kritisch zu spielen. Ich will ja auch ein tolles Spiel haben, wenn ich es spiele. Aber mir macht es nicht aus, negativ, also schlechte Spiele zu spielen. Einfach ist das größte Problem. Oh, ich muss es ändern. Ist es das rot? Wieso sind die Gegner rot? Ich will die nicht rot haben. Ja, ist ein bisschen blöde, weil rot heißt Gefahr. Wow. Level 1, eine Gefahr. Ich werde wahrscheinlich schon sterben in den ersten Minuten. Es läuft irgendwie auch nicht so flüssig. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich habe Lag Spikes. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ich bin ja eben in erster Linie einfach kritisch, aber immer so, dass ich das Spiel trotzdem noch realistisch ansehe und es halt einfach spiele. Ich spiele jedes Spiel. Ich ich würde jedes Spiel einmal anzocken oder sonst irgendwas. Kein Problem. Aber die Entwickler sind ja zuständig und nicht ich. Ich mache ja das Game gar nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen, ja, das Spiel muss besser werden, ich deinstalliere es. Vitalität. Zuerst für den Körperkrieger. Ich weiß nicht mehr, wie man es geht. Also das wird jetzt nur ein Testcharakter eventuell sein. Entweder halt auch auf einem anderen Server dann weitermachen oder so, wenn es alles das Geld ist, aber man wird halt auch nicht irgendwie supportet, im Forum steht irgendwie gar nichts mehr, ich sehe keinen Guide mehr. Ich finde irgendwie das, wo ist jetzt da mit der Schnelligkeit hier? Nein. Hä? Gibt's gar keine Schnelligkeit, aber es gibt eine Aura des Schwertes. Okay. Ah, dann ist es beim Waffenzug, aber den mag ich nicht so. Genau. Und hier ist also alles defensiv, also schon offensiv. Der mentale Krieger tut eher mit den Fähigkeiten angreifen, Schaden machen. Der Körperkrieger mit allem. Also der ist einfach defensiv schwach. So, steht irgendwas, wann ich das fertig habe? Nein, steht auch nicht. Ja, die tun das Spiel immer wie erweitern, aber ja, die wichtigen Sachen, wie zum Beispiel den Support von neuen Spielen und so, wird natürlich noch nicht gemacht. Nie, wahrscheinlich. Ist ein bisschen blöde, aber eben, es macht schon riesig Spaß. Also ich habe mal richtig weit gespielt. Und lange gespielt. Aber ich bin nie weit gekommen, weil ich immer gefarmt habe. Ich habe nur gefarmt, ich habe nie gelevelt. Und deshalb ist das Problem auch gewesen, dass ich nie über Level 35 gekommen bin. Damals war es noch tausendmal schwerer als heute. Prima. Dann haben wir die Quest. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Gut, nein, irgendwo anders hin. Schlafe ein bei der Bewegungsgeschwindigkeit. Kann man da nicht ein bisschen schneller sein? Ah ja, die wollen ja, dass man Reittier benutzt. Genau. Pflichtig. Da kann man wahrscheinlich nicht mal so richtig die Reittier benutzen, weil sie sehr begrenzt sind. Oh, da haben wir so ein Dämonenpferd. Was sind denn das? Sind das so chinesische Ding?
Wie sagt man denn? Okay. Ja, Traditionsanzüge und so. Ach schön, mit dieser Musik macht es doch mehr Spaß. Ah, er schickt euch gut. Nein, ich bin kein regelmäßiger Kunde. Ich gehe immer in den zweiten, in die zweite Map und gehe dort einkaufen. Vielen Dank. Du hast wirklich dem Königreich sehr geholfen, indem du Tränke gekauft hast. Prima. Jetzt gehe und... Hey, ich will diese Kleidung. Die sieht so schnuckig aus. Man ist so cool damit. Man ist wie an Fasching. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Ich glaube, da gibt es bessere, also dass die Monster mehr zusammen sind. Ich bin ja zurückgekehrt und jetzt... Was muss ich eigentlich sonst nochmal? Haben wir nicht irgendwo ein... Auftrag hier? Wir müssen einfach nichts machen. Einfach nur sterben. Gut. Ah, schnuckelig. Gibt's keine Renntaste? Wenigstens rennen? Das kann doch nicht sein. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, da habe ich mich aber letztes Mal auch aufgeregt. Hab's ja erst vor ungefähr einem Jahr oder so. Ein bisschen länger oder so. Mal gespielt, aber... Es ist halt nur Strategie, es ist... Man kommt wieder zurück, obwohl man gesagt hat, ja, es ist zu langweilig. Kann ich viel machen. Hm. Und... Ich höre ja auf die Fans, wenn die Fans Metin 2 sehen wollen, da dürfen sie Metin 2 sehen, aber müsst wissen, dass ich einfach Hilfe brauche wahrscheinlich. Sonst wird er nicht viel. Also alles, was so mit Ding zu tun hat, mit Skillen und mit Wissen vom Game, kann ich nicht so viel anfangen. Gut. Hungrige Wölfe. Bekommen wir eine Rüstung über. Nein! Das wird erklärt, aber das, was man wissen will, wird nicht erklärt. Macht den Vitalität Krüger. Ich möchte das Inventar bitte. Genau. Angriffsgeschwindigkeit. Wow. Bester Ring. Level 10. Oh je. Muss man die alle kaufen? Fächert. Ich werde das Spiel gleich wieder deinstallieren. Also, wir machen jetzt hier ein bisschen weiter. Ah ja, sorry, dass wenn eventuell das Spiel, der Part jetzt ein bisschen kürzer ist. Aber ich will jetzt einfach mal kurz anführen. Die nächsten Parts werden dann nicht mehr so kurz. Und das Problem ist einfach, dass ich jetzt langsam Sport machen muss. Nicht so viel Zeit habe und das Spiel auch zuerst kennenlernen muss, oder? Noch einen, hä? Ich glaube 10 höher als das andere muss man skillen. Also beim Körperkrieg ist es Vitalität. Ah, es war am Frühjahr. Also 2006 war das. Ja, vorher schon. 2004 war das in der Closed Beta. Und ist jetzt immer noch nicht aus der Closed Beta. Rein technisch. Rein buggig.
Aber es ist halt auch wie Champions of Regnum einfach nicht so, wie sagt man dem? Es ist kein Profi-Produkt sozusagen. Es sind schon Profis, aber es sind Entwickler, die wahrscheinlich auch in Geldnöten sind. Es sind Entwickler, die einfach auf Dinge schauen, die nicht gerade so wichtig sind, wie zum Beispiel ein Item Shop. Und sind Entwickler, die relativ langsam entwickeln sozusagen. Also das Spiel ist jetzt ungefähr 8-9 Jahre alt. Nein, viel mehr. 11 Jahre alt ungefähr. Und hat halt noch nicht so viel Content gebracht. Also ich glaube, es war Level 60 und dann war es mal Level 80 und jetzt 120 oder 150. Ja, und das sind in 11 Jahren. Kann man darüber reden. Haben wir das jetzt fertig? Haben wir die Rüstung? Wie lange muss ich das noch machen? Ich dachte, man muss 5 töten. Das sind es gar nicht Wildhunde, sondern Wölfe. Ah, vielleicht deshalb. Ich weiß es nicht, ich bin völlig verwirrt. Schauen wir nochmal. Ja, es sind hungrige Wölfe. So habe ich das nicht gemerkt. Keine Ahnung. Eben, Konzentration ist halt bei mir nicht so gut. Weil jetzt einfach sehr gut hartes Training ist. Also, wer vielleicht ein bisschen von Shaolin und so versteht, der weiß, was Qi ist. Und das so oben zu halten beim Gamen, das geht nicht. Normale Menschen haben weniger Probleme. Die wissen aber nicht, dass das Qi ist. Einfach die Konzentration, die Macht, die Muskeln zu bewegen und anzustrengen. So, wir brauchen mehr Wölfe und ich habe das vom Japanischen, ich habe japanische Kampfkünste, erste Kind weiß, was ich meine und deshalb bin ich zum Beispiel im Fußballspielen sehr gut, also wirklich ein Profi in taktischer Hinsicht und alles mögliche, weil ich das alles auf einen Blick machen kann und andere Leute würden sich anstrengen und wahrscheinlich schon halb verzweifeln ab der Taktik. Und deshalb kann ich nicht mit anderen Fußball spielen. Sie würden gleich mal Fragezeichen setzen. Kupferader. Mhm. Das sind Alpha-Wölfe. Da ist ein hungriger Wolf noch. Okay, Level Up noch, okay. Los, Level Up. So müssen die jetzt mehr in die Klinge laufen. Also wenn in der Universität Leute auch mit Qi würden ja, lernen, dann würde das wahrscheinlich schon viel mehr Erfolg bringen. Und das ist auch schwer, also so etwas unter Kontrolle zu halten, konnte eventuell nur Albert Einstein. Also die Qi zum Lernen, Ding nur, nicht die, dass die Qi so ist, so schwer ist. Ja, Wildhunde. Also, aber das machen wir das nächste Mal wieder. Ich muss jetzt los und hart trainieren, dass ich dann auch im Livestream wieder fit bin. Sonst bin ich ja noch so schlafen wie jetzt. Um 8 Uhr morgens. Okay. Sehen wir immerhin schnuckig aus. Also. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Ja. Wenn es wieder weitergeht. Eventuell. Tschüss.